Warum denn so lange kein Whisky-Video? Mach doch mal wieder ein Whisky-Video. Wie wär's denn mit einem Whisky-Video? Okay, ihr habt's euch gewünscht, da ist es. Meine Top 7 Whiskys für Anfänger, die in keiner Hausbar fehlen sollten. Los geht's! Okay, es gibt extrem viele gute Whiskys. Ich habe mir jetzt 7 ausgesucht, die meiner Meinung nach für einen Anfänger gut geeignet sind und in keiner Hausbar fehlen sollten. Wenn du vorhast, dir eine kleine Hausbar selbst zu machen, dann sind es 7 Whiskys, die ich dir empfehlen würde. Ich habe so ein paar Kriterien gesetzt. Nummer 1, die Flasche darf nicht mehr als absolutes Maximum 70 Euro kosten. Zweites Kriterium, die Flasche muss gut aussehen. Also das soll auch was hermachen, wenn das im Regal steht. Dann muss natürlich der Whisky gut schmecken. Also es soll ein guter Geschmack sein, es soll vielleicht manchmal sogar ein komplexer Geschmack sein, aber es soll nichts sein, das dir komplett die Schuhe auszieht. Da gibt es ja auch Whiskys, ja, die sind zwar gut, aber da brauchst du so ein bisschen Whisky-Erfahrung, damit du das überhaupt schmeckst, dass die gut sind. Also sowas habe ich weggelassen. Die sind meistens auch teurer übrigens. Und was noch ganz wichtig ist, es soll jetzt nicht der Supermarkt-Whisky sein, ja, weil wenn du mal Gäste hast und die Leute wissen, dass du gerne einen Whisky trinkst, dann kommen die zu dir nach Hause und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Hast du nicht mal einen Whisky? Und dann musst du da was hinstellen, das gut schmeckt, das gut aussieht, das was Besonderes ist, aber das dich nicht unbedingt dazu bringt, dass du 4 Hypotheken auf dein Haus aufnehmen musst. Das sind die Kriterien. Fangen wir mal mit dem allerersten an. Und als allererstes fange ich mit einem Schotten an. Und zwar mit dem Monkey Shoulder. Ein absolut toller Whisky. Schon allein, wenn du Gäste zu Hause hast und die Geschichte vom Monkey Shoulder erzählst, dass hier 3 verschiedene Destillerien drin sind, dass früher die Maische auf den Boden ausgelegt wurde und die hochgeworfen werden musste von Arbeitern und mit so riesen Holzschaufeln und dadurch, dass die halt immer diese Maische hochwerfen mussten, damit die nicht schimmelt, haben die es in der Schulter bekommen und deswegen nennt man das Monkey Shoulder. Und um diese Arbeiter zu huldigen, haben sie den Monkey Shoulder dann gemacht. Fruchtig im Geschmack her, hat so ein bisschen was von Birne, finde ich immer, ist ein ganz toller Whisky, kostet nicht allzu viel. Ein absolut genialer Whisky, sollte als Scottish Blend Malt, also nicht ein Single Malt, sondern es sind ja 3 verschiedene drinnen, die werden verheiratet, wie es so schön heißt, ein absolut toller Whisky und die Flasche mehr als sexy. Als nächstes der Bullet Rye. Eine wirklich schöne Flasche, ihr seht, die ist schon leer, die nächste ist unterwegs. Das ist ein Roggenwhisky. Roggenwhisky hat einen charakteristischen Geschmack und zwar hat er so ein bisschen was von Brot, von Lebkuchen, von Melasse, von braunem Zucker. Ein absolut angenehmer Whisky zu trinken, kann man auch einen schönen Cocktail draus machen. Der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe über viele dieser Whiskys auch Videos gemacht, wo ich auch noch einen Cocktail mitmache. Die werde ich euch auch verlinken. Also der zweite Whisky, der nicht fehlen sollte, damit man so ein bisschen Auswahl hat, ein Rye, ein Roggenwhisky. Der Bullet Rye gehört hier zu den Top-Whiskys und glaubt mir, der sprengt keinenfalls die Bank. Und wenn wir schon beim Bullet sind, dann müssen wir auch auf jeden Fall den Bullet Bourbon hier ansprechen. Das ist jetzt der 10 Jahre, es gibt noch den normalen, ich würde den 10 Jahre empfehlen, der kostet 2-3 Euro mehr, die ist aber definitiv wert. Der Bullet Bourbon ist ein genialer Bourbon, weil er hat vom Geschmack her dieses klassische Zucker, Toffee. Hier schmecke ich immer ein bisschen Orange mit raus. Ist ein ganz, ganz toller Whisky. Und generell auch die Geschichte zu Bullet. Dass damals der Mr. Bullet Whisky gemacht hat und so ein gutes Rezept hatte, dass er gedacht hat, okay, er zieht jetzt in die große, weite Welt hinaus, ist auf so eine Dampfbarkasse gegangen und die ist gesunken und man hat nie wieder von ihm gehört. Bis irgendwann in den 80er Jahren ein Nachfahre von ihm die Rezepte auf dem Dachboden gefunden hat. Ein Anwalt wohl bemerkt, der gesagt hat, hey, ich schmeiß jetzt alles hin, der Whisky ist so gut, ich bin jetzt nicht mehr Anwalt, ich bin jetzt Whiskymacher
und letztendlich dann den Bulleit an eine der größten Destillerien verkauft hat. Die ganze Geschichte ist genial vom Bulleit. Auch das, wenn man Leute zu Besuch hat, eine tolle Geschichte, die man erzählen kann. Der Bulleit Bourbon, der macht halt wirklich was her. 10 Jahre auf jeden Fall zu empfehlen, wobei auch der normale gut ist. Ich verlinke euch einfach mal beide. Und wenn wir schon in Amerika sind, dann sollten wir auch auf jeden Fall den Eagle Rare ansprechen. Ein wunderschöner Whisky. Der ist so zart, die Flasche ist sowas von sexy gemacht. Der ist wirklich so zart auf der Zunge. Der hat so ein bisschen einen Honiggeschmack, der hat so ein bisschen was von Pfannkuchen. Der schmeckt wirklich genial, ist sehr sanft. Ist ein Whisky, den ich jetzt nicht unbedingt mischen würde, obwohl man das kann. Das machen viele Leute auch, machen auch Cocktails draus. Da er ja nicht zu teuer ist, der liegt so um die 40 Euro auch. Also ihr merkt, an die 70 Euro, die ich angesprochen habe, am Anfang komme ich ja gar nicht dran. Ein ganz toller Whisky, 10 Jahre gereift, amerikanische Weißeiche, auf eine ganz bestimmte Art die Fässer geflammt. Absolut ein genialer Whisky. Und auch der nächste Bourbon, den ich euch empfehlen möchte, da kann ich euch nur eine leere Flasche in die Kamera halten. Ich habe bestellt, die nächsten sind unterwegs, es tut mir ja schrecklich leid, ja, aber die schmecken einfach so genial. Woodford Reserve, was eine tolle Geschichte. Irgendwann hat Jack Daniels mal gemerkt, hey, wir machen ja einiges an Umsatzeinbußen im Moment, ja, irgendwie, wir müssen mal wieder auf den grünen Zweig kommen. Und anstatt jetzt herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt einen Gentleman oder einen Frank Sinatra, Jack Daniels, irgendwas, haben sie gesagt, wir haben doch damals diese uralte Destillerie gekauft. Und das war Woodford Reserve. Lasst uns doch einen Premium-Whisky rausbringen. Und der ist wirklich Premium. Das ist ein komplexer Whisky, der wirklich alles vereint, was man von einem Bourbon erwartet. Ihr wisst, Bourbons sind ja eher milder als manche Schotten, wie man so schön sagt. Die haben ein bisschen was von dunkler Schokolade, also er hier. Er hat ein bisschen was von braunem Zucker, Vanille ist auf jeden Fall dabei. Diese typische Bourbon-Süße, das ist ein ganz, ganz toller Whisky, der ist komplex. Woodford Reserve sollte man auf jeden Fall in jeder Hausbar haben. Und wenn wir schon bei Woodford Reserve sind, den dürfen wir gar nicht vergessen. Der Woodford Reserve Double Oaked. Mein absoluter Favorit. In Amerika gibt es ein Gesetz, das aussagt, du darfst einen Bourbon nur in einem frischen Fass aus amerikanischer Weißeiche reifen lassen. Manche Schotten gehen her und nehmen den dann raus aus dem Fass, wo er ist, und machen den dann in vielleicht ein anderes Fass von einem Sherry oder von irgendwas anderem. In Amerika, wenn es ein Bourbon sein muss, gibt es das Gesetz und da musst du auch nachkommen. Jetzt hat aber niemand gesagt, dass es nur ein Fass sein darf. Double oaked, also doppelt geeicht, bedeutet, der kommt in ein Fass, das auf eine gewisse Art geflammt ist. Da bleibt er erstmal eine gewisse Zeit und nach ein paar Jahren wird er rausgeholt und wird nochmal in ein frisches Fass gemacht, das anders geflammt ist. Und so schmeckt der Woodford Reserve Double Oaked nach allem, was auf dieser Welt gut ist. Würde es einen Frühstückswhisky geben, wäre das der Woodford Reserve Double Oaked. Der schmeckt nach Pfannkuchen, nach French Toast, nach ein bisschen braunem Zucker, der karamellisiert ist, nach Toffee, ein bisschen Schokolade ist mit dabei. Woodford Reserve Double Oaked, mein absoluter Lieblingsbourbon, den kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr merkt, auch hier ist nicht mehr viel drin in der Flasche. Ja, ich weiß, ich habe schon eine neue bestellt. Und wir können diese Liste nicht beenden, wenn wir keinen Schotten drin haben, der auf eine ganz bestimmte Art gereift ist. Und da habe ich den Glendronach, den 12-Jährigen, ausgewählt. Ein wunderschöner Whisky. Was ist hier das Besondere? Also Nummer 1, die Geschichte ist toll. Der Besitzer hat damals selbst noch den Vertrieb gemacht. Meistens im Rotlichtviertel, auf der alten Verpackung stand es noch drauf. Inzwischen, ihr wisst ja, man muss vorsichtig sein, was man sagt heutzutage, steht es nicht mehr drauf. Der war auch bekannt dafür, dass er immer angezogen war wie ein Pfau und der hat sich in diesem Rotlichtviertel nicht immer mit Geld bezahlen lassen. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Warum empfehle ich euch den? Naja, Nummer 1, er sieht schön aus, es ist ein 12-jähriger Whisky, das ist toll. Nicht nur die Trommel sieht gut aus, sondern auch
die Flasche an sich. Und wenn ihr euch fragt, warum der so eine rötliche Färbung hat, das ist das Besondere dran. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die manchmal auch in anderen Fässern reifen. Und das ist ein Schotte, der wird irgendwann aus dem Fass rausgenommen und kommt dann in ein Sherryfass, beziehungsweise in verschiedene Sherryfässer. Da gibt es entweder Oloroso oder Pedro Ximénez und er reift in beiden diesen Fässern nochmal zusätzlich. Das bedeutet, du hast einen Whisky, der einen gewissen Weingeschmack noch mit sich bringt, einen Sherry-Geschmack. Also wenn du jemanden zu Besuch hast, der eigentlich Weintrinker ist, den kannst du für einen Whisky begeistern, wenn er so schmeckt wie der Glendronach 12 Jahre. Muss man eigentlich auch in der Hausbar haben. Also einen im Sherry gereiften Whisky, der darf nicht fehlen. Das waren sie, meine 7 Whiskys, die in keiner Hausbar fehlen sollten. Also wenn du vorhast, dir eine kleine Hausbar zusammenzustellen, wären das meine 7 Empfehlungen. Du hast wirklich alles bunt gemischt. Du hast charakterstarke Whiskys wie den Woodford Reserve, Double-Oaked, sehr süße Whiskys, die unheimlich süffig sind. Du hast was für jemand, der gerne Wein trinkt mit dem Glendronach. Du hast einen Rye, der ein bisschen was nach Lebkuchen hat. Und du hast auch klassische Bourbon, wie den Eagle Rare zum Beispiel. Also, du hättest damit einen ganz großen Bereich abgedeckt, wenn du dir gerade eine Hausbar zusammenstellst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, wie du gesehen hast, es gibt sehr viel zu entdecken, vor allem bei Whiskys. Und ich fände es tierisch cool, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, die mir so oft geschrieben haben, es wäre mal wieder Zeit für ein Whisky-Video. Ich hoffe, ich habe eure Bedürfnisse damit erfüllt. Ich danke euch ganz herzlich. Das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und es liegt nicht daran, dass ich von jedem Whisky jetzt einen kleinen Schluck genommen habe, damit die Stimme nicht weg ist. Das Video war jetzt richtig cool. Es hat mir wirklich tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht. Wisst ihr, was aber am allerwichtigsten ist, bevor das die Stimme ganz weg ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe ein bisschen einen sitzen. Ich habe so einen leicht verzogenen Rahmen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Bett. Mal gucken, ob ich morgen sprechen kann.